2:0 im letzten Testspiel der Saisonvorbereitung gegen Bundesligist Mainz 05. Wie sind heute deine Eindrücke vom Spiel? Ja, ich denke, wir haben es sehr gut gemacht. Wir haben vor allen Dingen, denke ich, in der Defensive sehr diszipliniert gespielt, haben wenig zugelassen. Ich meine, klar, gegen einen Bundesligisten wie Mainz 05, die natürlich auch super Fußball spielen, kannst du nicht alles verhindern. Gut, Kolle hält natürlich ausnahmsweise mal wieder einen Elfmeter. Aber ich denke, im Großen und Ganzen war es ein super Test zum Schluss. Auch wenn Mainz erst in der zweiten Woche der Vorbereitung ist, wie viel, sagen wir mal, positiven Schub auch fürs Bewusstsein und Glauben an die eigene Stärke kann so einen Erfolg bringen? Ja, ich denke, man hat vor allen Dingen gesehen, dass wir vieles von dem, was wir trainiert haben, heute schon ganz ordentlich umgesetzt haben, sowohl defensiv, teilweise auch offensiv, nicht ganz alles, aber es hat schon alles ganz gut geklappt und es sollte natürlich auch Sicherheit für einen selbst geben. Wie froh bist du, dass die Vorbereitung zumindest spieltechnisch vorbei ist und es nächste Woche endlich losgeht? Also ich sehe es anders. Ich bin froh, dass ich noch Vorbereitung machen darf mit 135 Jahren. Von daher ist es in Ordnung. Ich habe kein Problem damit. Dankeschön. Bitte.